Hallo Hansa-Fans, der zweite Spieltag steht an und unser FC Hansa gastiert am Sonntag beim Chemnitzer FC. Neben mir steht Carsten Baumann. Herr Baumann, wie sieht es mit unserem Kader aus? Ja, also es hat sich nicht viel getan bei den Verletzten. Immer noch Alex Stefanovic verletzt mit seiner Ferse, sowie Marcel Zimmer mit seiner Bauchmuskelverletzung. Und Maxi Alschwede ist immer noch gesperrt, das letzte Spiel jetzt. Ansonsten, Stand jetzt, sind alle Spieler fit, alle Spieler einsatzfähig. Und dann müssen wir gucken, mit welcher Mannschaft, in welcher Aufstellung wir dann auflaufen in Chemnitz. Zum Auftakt gab es eine 1:2 Heimniederlage gegen Werder Bremen 2. Wie sah die Analyse zu dem Spiel aus? Ja, wir haben uns das natürlich zweimal im Video angeguckt, haben das genau analysiert mit der Mannschaft. Grundsätzlich muss man sagen, dass es insgesamt nicht so ein schlechtes Spiel war von uns. Wir haben auch genügend Chancen gehabt, Tore zu erzielen. Zwei Pfostentreffer auch dabei. Wir hatten viele gute Situationen, wo wir den Ball gewonnen haben im Mittelfeld, aber der letzte Pass war dann nicht genau genug. Aber wir haben natürlich zu viele Fehler gemacht in der Defensivbewegung, zu viele einfache Fehler, haben es dem Gegner zu einfach gemacht, die Tore zu erzielen, sind in den Konter gelaufen und das müssen wir schleunigst abstellen. Und das war das Hauptproblem in dem Spiel und die Hauptsache, an der wir diese Woche gearbeitet haben. Kommen wir zum nächsten Gegner. Der Chemnitzer FC hat eine starke Offensive. Wie wollen wir denn den Himmelblauen begegnen? Ja, sie haben nicht nur eine starke Offensive, sondern sie verteidigen auch sehr gut. Das war schon immer ihr Markenzeichen, dass sie eine gute Organisation haben, dass sie defensiv sehr gut stehen. Und jetzt mit ihren Neuverpflichtungen haben sie sich natürlich brutal verstärkt in der Offensive. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Es wird natürlich ein etwas anderes Spiel werden als hier zu Hause gegen Werder. Wir werden sicherlich eine etwas passivere Rolle einnehmen können auswärts. Und werden Chemnitz kommen lassen und müssen dann zusehen, dass wir schnell nach vorne spielen. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir es schaffen, unsere Fehler, die wir gemacht haben, hier abzustellen, wenn wir dann da was mitnehmen könnten aus Chemnitz. Sind bei unserer Startelf denn Wechsel angedacht? Ja, das müssen wir sehen. Wir haben ja aufgrund der Verletzungen im Sturm nicht so große Alternativen. Wir haben gerade im zentralen Mittelfeld haben wir jetzt natürlich Alternativen. Ich glaube, dass Marco Kofler und auch der Joey Kang noch näher dran sind an der Startformation, als sie letzte Woche waren. Und da müssen wir uns genau überlegen, was wir machen, wie wir da auftreten. Das werden wir dann aber alles vermutlich erst am Samstagmorgen entscheiden. Sie haben es gerade gesagt, auf der Stürmerposition fehlen so ein bisschen die Alternativen. Aktuell trainiert Christian Lindberg mit. Wie sieht es bei dem Dänen aus? Ja, der Christian hat sich gut präsentiert hier, das muss man ganz klar sagen. Hat seine Vorzüge, die er hat, die Schnelligkeit im Torabschluss hat er eingebracht. Und es ist geplant gewesen, dass er heute am Donnerstag uns wieder verlässt. Und jetzt müssen wir uns einfach zusammensetzen, intern natürlich, was wir machen wollen, müssen uns mit ihm zusammensetzen und seinem Berater. Und dann werden wir das entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Eine letzte Sache noch zum anstehenden Spiel. Bis zu 1500 Hansa-Fans werden den Weg mit antreten. Wieder eine geniale Kulisse, fast Heimspielcharakter. Ja, also ich finde es unglaublich, wie viele Hansearten immer unterwegs sind und uns begleiten. Und war schon bei vielen Auswärtsspielen, gerade in der letzten Rückrunde war das ein Trumpf für uns. Da hat man uns sehr geholfen. Und ich hoffe, dass wir die mitgereisten Fans dann auch mal mit einem Punkt oder vielleicht sogar mit drei Punkten verwöhnen können. Das hoffen wir auch. Vielen Dank. Okay.